Kampfsport kam in meinem Leben, da war ich 16. Meine Eltern waren getrennt, bin dann in diese schwierigen Verhältnisse reingewachsen, dauerhaft neue Wohnorte und es war keine gute Zeit für mich. Ich musste leider in der Kindheit viel Mobbing erfahren, gerade auch in der Jugendzeit. Ich habe mich jeden Tag geprügelt, immer gab es Stress, ich hatte Angst, in die Schule zu gehen. Manchmal habe ich auch geschwänzt, ich weiß noch, gibt es einen Riesenpark, da bin ich immer hingegangen, weil ich mich nicht in die Schule getraut habe. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, es reicht, gerade wo es dann in die Ausbildung geht. Ich habe gemerkt, ich habe Stoff von der Ausbildung verloren, ich habe da Probleme, ich muss jetzt was ändern. Und dann habe ich gesagt, okay, Kampfsport, ich will mich jetzt verteidigen können und nicht mal, dass ich jemandem wehtun möchte, sondern ich will einfach keine Angst mehr haben. Und das war für mich die Möglichkeit. Durch den Kampfsport bekommt man viele Sachen beigebracht, wie Disziplin, Ehrgeiz, Tugendhaftigkeit, Verantwortung. Aber das Wichtigste ist, denke ich, das Ego, das erwacht. Das schützt einen selber, das sorgt dafür, dass du für dich einstehst. Und dieses für ein Einstehen, das hatte ich nie. Ich hatte nie Eltern, die für mich eingestanden hat oder Freunde, Schüler, Lehrer. Durch diesen Kampfsport hatte ich auf einmal jemanden, der gesagt hat, Daniel, ich passe auf dich auf, was passiert, ist nicht gut, wir ändern das. Dann auch angefangen mit einer Therapie, habe dann die ganzen Altlasten so überstanden, verarbeitet. Habe dann gemerkt, okay, der Boxsport gibt eine Alternative. Klar, es gibt mehrere Alternativen, aber dieser Boxsport an sich, dieses Komplettpaket Körper und Geist, diese Verbindung, schaffen es, dein Leben zu verändern. Meine größte Stärke ist nicht meine Größe oder meine Power oder meine Schnelligkeit, Beweglichkeit, sondern ist eher meine mentale Stärke. Der Kopf, diese Besonderheit, dass ich nicht agiere, sondern reagiere. Ich bin bereit, alles zu geben, um meine Ziele zu erreichen. Ich möchte Boxen in Deutschland wieder groß machen. Es sollte sein wie früher, dass man lange wach bleibt mit den Eltern, um den Kampf zu sehen. Und deshalb möchte ich Schwergewichtsweltmeister werden.